Der zeigt jetzt wieder irgendeinen dummen Blödsinn an. Hat der den Ofen überhaupt noch? Der taucht doch gar nicht mehr aus dem Ding auf, den ich haben will. Ofen? Aber das ist der andere. Ja, jetzt willst du doch das Setting von deiner Math Unit anzeigen. Nee. Das ist ausgegraut, das nimmt er auch gar nicht beim Graph Display wiederum. Also beim nicht beim Gas Display. Der nimmt den Ofen, hat er jetzt nicht mehr drin. Merkwürdig. Das war nämlich beim letzten Mal das Problem, dass ich die nicht auswählen konnte. Oder warte mal kurz. Ja, mit dem Mausrad können wir auch scrollen, wenn das die Hölle ist. Advanced Furnace, da ist er, ausgegraut. Ja, super. Es ist so nervig, diese kleinen Bugger. Warte kurz, ich muss ein bisschen aufpassen, wie schnell ich die Displays abnehme. Ich nehme jetzt wieder mal die Displays raus und stopse danach wieder neu rein. Ich hoffe echt, dass Rocketworks bei Gelegenheit mal eine klare Qualitätsoffensive angeht und mal so richtig auf Backhand in dem Spiel geht, weil solche Sachen finde ich echt traurig und schade. Das müsste nicht sein. Ja, vor allem es ist ja wirklich auch so ein bisschen unnötig einfach, weil das ist ja drinnen, das heißt, ne? Ja, und es funktioniert schon seit ewigen Versionen nicht. Ja. Advanced Furnace, jetzt ist er wieder ausgegraut. Mal abgesehen. Was? Hä? Jetzt zeigt das richtig an. Aber ich konnte es nicht auswählen. Ne. Warum? Ach ja. Jetzt gucken wir mal rein. Wir müssten ungefähr einen Druck haben von etwas unter 800 und unter 50 Grad Temperatur da drin. Let's have a look. Lass uns das mal anschauen. Ich akzeptiere, dass es funktioniert. Und mehr will ich gar nicht wissen. Hauptsache, das geht irgendwie. Alles andere ist optional. So, lass mal Tablet hinhalten. Wir haben 283 Kilopascal da drin. Das heißt, die eine Anzeige ist schon mal falsch. Die Temperaturanzeige mit 47 Grad ist aber richtig. Und das zeigt dem Math Unit ja auch richtig an. Also, er zeigt das ja an. Was das Problem aber sein dürfte, ist, dass der sowohl der Graph nicht richtig ausliest, weil der ja auch Blödsinn anzeigt, ja. Der zeigt hier 214 an, müsste aber 47 anzeigen. Also auch das stimmt überhaupt nicht. Ne, also zeigt da völlig einen Nonsens eigentlich in der Logic Math hier an. Oder er nimmt irgendeinen anderen Wert an. Was ist denn, wenn du mit der Maus über der Graph Unit hoverst? Kriegst du da dann, also über nicht der Graph Unit, sondern der Math Unit, kriegst du da dann den korrekten Wert als Tooltip? Ja. Weil, okay, dann müsste es eigentlich funktionieren. Aber er zeigt, wie gesagt, er zeigt hier totalen Stoß an. Und das ist auch falsch, was er hier anzeigt. Das ist der Druck, aber vom falschen Dings. Da kann ich auch wieder einen Advanced Furnace nicht auswählen. Ich weiß auch nicht, welchen Wert der da hat. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Das muss irgendwie mit dem Wert hier korrespondieren. Keine Ahnung. Ich kann ja auch nichts anderes wählen, ne?
Ich kann nochmal den Advanced Furnace hier wählen, dann zeigt er wieder einen anderen Stuss an. Und wenn ich hier oben... So will ich eigentlich, dass das halt so ne, stufenweise raufgeht, wenn die Temperatur steigt. Aber das ist halt Unsinn. Und ich weiß nicht mal, ob der sich nicht einfach gefressen hat hier. Sieht irgendwie falsch aus. Also alles, was vom Ofen kommt, ist Stuss. Die Frage ist, ich kann mit den Displays jetzt nicht die Math Unit hier auswählen, oder? Nein, das geht wieder nicht. Ich kann auch nicht den Reader auswählen. Also ich kann in dem Gasdisplay, solange das ein Gasdisplay ist, oder weil es ein Gasdisplay ist, kann ich nicht eine Logic auslesen damit. Es ergibt bis zu einem gewissen Grad Sinn. Das ist okay, ja. Das ist aber ärgerlich. Genau, es ist ärgerlich, aber es ergibt Sinn. Normalerweise ist es auch gar nicht notwendig, weil du ja eigentlich das Gerät selber auswählen kannst und dann der den richtigen Wert eigentlich direkt anzeigen soll. Außer wenn du so wie ich generell den Wunsch hast, da einen berechneten Wert aus einem EC10 oder so auszugeben, dann ist das Kacke. Ja, weil der Wert ergibt, wie gesagt, 47,4 Grad. Das kann schon sein, dass der sich einfach jetzt gerade nicht bewegt. Das ist technisch, das ist sogar möglich. Ja. Wenn ich jetzt aber hier, haben wir die Logic Math drin, das ist in Ordnung. Und das sollte auch eigentlich laut Wert, sollte der irgendwie natürlich bei 47,4 sein, weil das ja die Temperatur ausliest. Ich schaue jetzt nochmal rein, ob ich irgendwo einen Wurm drin habe, aber ich glaube nein. Wenn du mehrere Teile aktiviert hast, addiert er die Einzelwerte. Aber ich habe nur die Math Unit ausgewählt. Und da sollte er eigentlich anzeigen, was auch richtig draufsteht, wenn ich hier mit drüber gehe, sagt er 47,36 Grad, also zeigt er an. Und das ist quasi äquivalent zu dem, was ich hier sehe. 47,37 zeigt er hier halt gerundet an, ne? Also eigentlich funktioniert das, was wir gebaut haben, funktioniert, aber das Display wählt es nicht aus. Die Frage ist, müssen wir das blöde Display jetzt wieder abreißen, damit wir das neu wählen können? Weil manchmal buggen die ja fest. Oder, warte mal, da gab es doch dieses Zurücksetzen noch als Option. So, ich reiß jetzt alles ab und hau so lange mit dem Hammer drauf, bis es funktioniert. Das ist meine Logik. Russische Reparatur. Absolut, dabei. So. Warte kurz, ich habe Angst, die Fensterscheibe wegzureißen bei der ganzen Nummer. Also, was man macht. So, jetzt hier auf den Boden schmeißen und so lange mit dem Schraubenzieher drauf einstechen, bis er geklärt ist. So, alles durch. Einmal schön Löchlein reingebohrt. So macht man das. Dann Glasscheibe wieder davor gesetzt. So, jetzt zeigt er offiziell 0 an. Damit sind alle glücklich, Kinder freuen sich, lachende Menschen auf den Straßen. So, jetzt gucken wir mal gerade, ob wir hier ganz oben Logic Math finden. Das ist jetzt auch komischerweise ausgewählt. Ich wähle es nochmal aus. Macht er auch nicht. Aber abwählen kann ich es auch nicht. Ich habe übrigens eine sehr gute Neuigkeit. Das wirst du wahrscheinlich genauso gut finden wie ich. Mit Sicherheit. Die beiden automatischen Pflanzanlagen sind jetzt tatsächlich eingespielt und jetzt wird alles immer gleich gesät und es funktioniert. Yes! Oh, nice! Das freut mich tatsächlich. Und ich habe es tatsächlich geschafft, den ganzen Dünger, den ich hatte, restlos zu verbrauchen. Logic Math. Confirm. Macht er auch nichts. Ich glaube, das ganze Display ist broken. Was haut doch hinten und vorne nicht hin? Der zeigt hier irgendwas mit 1250 an. Das sieht fast so aus, als wäre es der Druck und nicht die Temperatur. Aber die ist es auch nicht. Das sind nur 300 Kilopascal. Ja, aber wenn du den Druck hier von 866 Kilopascal, der da gerade angezeigt wird, nimmst, ja, und da 273 drauf addierst,
kommst du fast auf so einen Wert. Ich schau jetzt nochmal, ob ich da, ob ich mir den, mit den. Achso, du bist ich ja drin. Ich bin gerade drin, ich kann gerade mal nachgucken, ob dein Logic Reader auf den richtigen Wert geht. Genau, schau mal ob ich den richtig rausgenommen habe. Advanced Furnace Temperature. Ja. Temperature wollten wir eigentlich auch. Ja. Und da hat den Wert 320 Grad. Das ist dann wahrscheinlich Kelvin. Ich schau mal hier. Ja. 321 Kelvin, ja, das stimmt. So, dann schauen wir mal hier. Der hat 273,1 Keks. Und dein Dingens hier sagt jetzt, das sind 47 Grad Celsius und das klingt für mich sogar ganz richtig. Ist genau das, was ich auch mit dem Tablet hatte. Genau, ja. Das stimmt hier eigentlich alles. Ich habe die Option, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich nehme jetzt mal das ganze Display von der Wand. Weil das kann nicht sein. Im Zweifelsfall das eingebaute Motherboard in die Schrottpresse schmeißen und neues holen, ne? Neues Graph. Weil das Graph-Display hängt ja da schon ewig, ne? Also wer weiß, ob das mal irgendwann irgendwie fest verbuggt war. Wir schmeißen jetzt einfach alles weg und bauen es neu. Und nachdem das schon mal bei einem Chip so war, bin ich jetzt mittlerweile geneigt dazu, das immer als erste Maßnahme auszuprobieren. Wobei man fairerweise sagen muss, ja, ich habe den Chip neu gebaut. Also der ist heute erst entstanden. Tja. Es ist jetzt auch mehr Ratlosigkeit. Also so im Sinne, hast du schon mal versucht, aus und wieder anschalten. Chip-Display ist es auf jeden Fall nicht. Ist das Kabel drin? Hängt es am richtigen Netzwerk? Medical Analyzer, Logic, Ohrscanner, wo ist das Ding? Graph. Gasdisplay, Graph-Display. Okay, pass auf. Schmeiße ich den jetzt einfach in den Schredder. Ich hab da keine Lust drauf. Dann kommt das Gehäuse auch gleich noch fort. So, dann machen wir jetzt einmal neu. So, einmal frisch. Dann braucht man noch die Konsole. Als neues Kit. Auch komplett neu gebaut. So. Und jetzt bauen wir das ganze Ding einfach neu. Das ist immer einfacher und stressfreier, als da irgendwas dran rumzudoktern. Wenn was nicht geht, abreißen, neu bauen. Also vor allem, wenn es halt so offensichtlich seltsam ist. Ja. Ja, ich stimme dir dazu. Upsi. So. Das drinnen. Das Kette ran. An. Logic mal. Es geht? Nee, ne? Oh. Okay. Was soll ich sagen? Okay. Jetzt müssen wir den Druck noch hinbekommen. Weil der stimmt halt auch nicht. Also ein Problem gelöst, nächstes to go. Ich hätte da so einen Vorschlag. Gleiches System wie gerade eben? Bei dem anderen bin ich mir nicht sicher. Da müssen wir dann gucken, ob er da irgendwie drauf reagiert. Ich weiß nicht, wie er auf 900 Kilopascal kommt, aber egal. Früher hat es auch mal geholfen, die Konsole einfach komplett abzumontieren und wieder dran zu schrauben. Das können wir auch mal probieren. Kann man mal probieren, hilft manchmal auch. Immer wichtig, erst die Diskette rein und dann anschalten. So, wir nehmen die Pressure. Ja, genau, jetzt kann ich den Advanced Furnace nicht auswählen. Okay, dann ist da auch wieder was schief gelaufen, dann let's do it. Weißt du, du willst nur mal kurz hier einen Graph einrichten und das ist dein Plan, ja? Und dann?
bist du fast anderthalb Stunden im Stream drin und baust an einem Display rum. Das sind immer diese besonders interessanten Folgen für die Zuschauer. Ja, wobei das Lustige ist ja, viele finden das wirklich interessant. Ja, was soll ich sagen? Ich habe mich bei dir auch immer am meisten drüber gefreut, wenn ich früher im Stream oder auf YouTube geguckt habe und du Erze abgebaut hast. Erze? Das hat halt so eine erotische Komponente, ja. Ich mach das gerne. Ich weiß da. Guest Display, brauchen wir neu. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Ja, aus der Not. Zum Glück haben wir wenigstens einen schönen Korridor. Ja, zwei sogar. Ganz ja. Besonders, also da hinten, wo es zu den Raketen geht, es macht immer so viel Spaß da. Hui, mit dem Jetpack. So voll durch zu Jetpacken, ja, mache ich auch so gerne. Wir müssen echt mal sowas wie eine Rennstrecke oder so bauen. Das hatte ich ja ursprünglich eigentlich vorgehabt, dass man da mit dem Auto durchfahren kann. Ja? Dass man da quasi so eine Art Autostation hinbaut oder sowas. Ah, das wäre ein Riesenspaß. Das wäre so ein bisschen wie die Rennstrecken in Rage. Ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hast. Ich meine, ich habe sie so ein bisschen gehasst, weil ich unglaublich beschissener Rennfahrer bin. Ja. Aber auf der anderen Seite waren sie auch cool. Zugegeben. Jetzt mal ganz kurz. Jetzt hat's funktioniert, ne? Nee, ne? Display abgebaut, neu, komplett geschreddert, neues Display, neuer Chip, alles neu ran. Funktioniert. Das ist echt ein Dauerspiel. Ohne Witz, also da weißt du halt auch nicht mehr, was du sagen sollst, ne? Weil das kannst du ja auch niemandem erklären, warum das so ist. Okay, also jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt den Ofen befeuern wollen würden, und das machen wir jetzt einfach mal, zum einen aus Testgründen, zum anderen... Und das ist genau der Grund, warum ich das hier vor der Tür haben will. Wir wissen jetzt, es sind 664 Grad auf dem Ding. Wir könnten natürlich sagen, ja, pass auf, 626 brauchen wir aber für die Verarbeitung am Ende dann. Da ist aber noch so viel Stuff drinnen, dass es eh egal ist. Also wir könnten das jetzt auf 1000, 2000 Grad hochheizen und es wird immer noch nicht reichen. Wir machen jetzt mal testweise einen kleinen Spin hier rein. Heißt 10 Liter rein, 10 Liter raus. Dann müsste eigentlich die Temperatur die ganze Zeit hin und her schnalzen. Gerade über 100 Grad, schmilzt ein bisschen, fällt unter 100 Grad. Das ist die Idee jetzt gerade. So, kurzer Check, ob das wirklich funktioniert, was wir hier vorhaben. 100 Grad und fällt ab. Sehr gut. Jetzt können wir nämlich die Displays an der Geschichte schön testen, ohne dass uns das, ohne dass wir jetzt irgendwie gerade rumdoktern müssen. Ja, genau. Ja, das will ich halt. Genau so will ich das. Ach, wie schön. Na supi, geht doch. Jetzt kommt natürlich das heiße Gas, das wird hier abgekühlt. Das sehen wir jetzt natürlich, ist das alles noch falsch benannt. Na, müssen wir gleich noch machen. Das ist Vorrohr. Und das ist der Ofen. Aber für mich reicht das jetzt erstmal. Na, der Druck hier steigt an. Das ist aber abzusehen gewesen, dass das passiert. Und hier haben wir halt, hier wird das Gas wieder in dem Vorrohr quasi zirkulierend abgekühlt. Und durch diese ganze Aktion bildet sich ja hier dieses Hin- und Hergefrimmel, ne? Weil er wird genau 100 Grad erreichen und fällt dann sofort wieder ab, weil er die nächsten Barren quasi wegschmilzt. Das heißt, selbst wenn du nicht in dem Raum bist, weißt du, was da drin gerade passiert. Und das finde ich schön. Das finde ich auch mit den Displays gerade total toll. Glückszwergi, ja. Brief und Siegel, danke für dein Follow. Herzlich willkommen. Gerne für diejenigen, die alles sehen wollen, ihr könnt gerne Ausrufezeichen Multi eingeben, dann seht ihr auch die Ansicht von Zappes. Na, dann ja. Wisst ihr, was der gerade eigentlich treibt. Also momentan steht er ja nur vor einem Tank, hat das Tablet vor sich und wartet, bis der Tank leer gepumpt ist. Ja, hey, du, ich stehe vor drei Displays und schaue, wie eine Linie die ganze Zeit rauf und runter geht. Es gibt auch andere Sachen. Ich sag mal so, die typischen Windows-User, die es gewohnt sind, am Tag damit zu verbringen, dass sie irgendwelchen Fortschrittsbalken zuschauen, haben bei uns beiden jede Menge Spaß. Ja. Wolltest du vielleicht auch mal die Schränke umbauen? Nee.
Ach, du meinst, die geradeaus vor uns sind? Weiß ich nicht. Ich freue mich gerade einfach nur, dass das so funktioniert. Ja, okay. Odin sagt gerade, auf dem Handy ist das nicht cool. Ja, das glaube ich. Da sind dann auf Multistream einfach die Bildschirme zu klein. Das kann man am PC, kann man das schön machen. Dann kann man sich dann auch, gibt es an der Seite auch die Möglichkeit, nochmal eine bestimmte Ansicht zu vergrößern und andere zu verkleinern. Also kann man sich das dann so zusammenbauen, wie man den Stream halt gerne gucken möchte. Das ist sehr angenehm, finde ich. Ich mag den Multistream sehr gerne. So, wir können natürlich jetzt auch mal Folgendes sagen. Wir können jetzt auch mal die Durchflussrate einfach erhöhen. Dann kommt schneller heißes Gas rein. Und dann müsste das nämlich noch ein bisschen mehr ausrasten. Jetzt lass uns das mal ganz kurz gucken. Weil jetzt, wir erhöhen jetzt quasi einfach nur den Durchfluss von heißen Gasen. Solange das noch das Vorrohr noch Temperatur hat. Ja, und das sieht man jetzt auch schön, wie die Linie sich leicht nach oben bewegt. Ganz minimal, aber ja, ist okay. Ja, es wird halt jetzt kleiner, ne? Also das geht halt jetzt viel schneller alles. Sehr gut. Jetzt wäre noch eine Anzeige cool, was gerade im Ofen ist. Oder was der Ofen gerade als auf seinem Display anzeigt. Also, was gerade im Ofen ist, geht sogar irgendwie. Ja? Es gibt so ein Motherboard für diese Konsolen, ja, mit denen man sich Items anzeigen lassen kann. Also das hat dann wirklich das Icon und den Namen von dem Kram. Okay. Und wenn du das an den Ofen anschließt, dann zeigt dir das tatsächlich an, was er gerade machen würde, wenn du ihn aufmachst. Das heißt, er zeigt also die ganze Zeit gar nichts an, bis dein Mischungsverhältnis richtig passt. Ah. Und dann zeigt er dir an, konstante an. Oder? Nee, ich dachte jetzt eher den Tooltip, der angezeigt wird, wenn du über das Display von dem Ofen selber hoverst, dass man das auslesen könnte. Ja, nicht alles, aber was eben du machen kannst, wenn er wirklich eine brauchbare Mischung hat, würde er ja hier anzeigen, macht 5 Barren Stahl oder kann. Ja. Und du kannst dir tatsächlich das Icon ausgeben lassen von dem Zeug, das er jetzt gerade hat. Das wirklich. Also Reagenzmix wäre das jetzt gerade. Ich glaube, es wäre leer. Okay. Ja gut. Nee, weil mich würde interessieren, Processing 285 Ingot Iron. Das würde mich interessieren. Das, weißt du, dass ich sehen würde, er ist gerade dabei, noch den Barren XY zu schmelzen. Das ist natürlich jetzt alles eine coole Idee. Was richtig cool wäre, wäre, wenn wir das wie bei der Mars Base so bauen würden, dass du den ganzen Ofen von da draußen steuern könntest. Das wäre halt nochmal Next Level, ne? Dass du quasi da draußen einen Shoot hast, wo du das Zeug reinschmeißt und einen, der es wieder ausgibt. Die Regler und die Ausgabe, alles von draußen hast und das draußen einfach nur genauso wie am Ofen selber regeln könntest. Das haben wir auf der Marsbase gemacht. Das war richtig lustig. Tja, Zwergi. Ja, aber das hat mich 2 Streams gekostet damals, das zu bauen. Ich hab's gesehen. Und es war mega lustig, weil ich da halt, weil ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe den ganzen Boden in dem Vorraum habe ich voll mit IO Logic zugepflastert. Um das mit Readern und Writern dann so einzustellen, dass das dann funktioniert, dass man dann hier dann den Regler dreht, ja, an einem Drehrad, also an so einem Dial draußen. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Ich saß vor meinem Fernseher im Bett, hab mir das angeguckt und in der Zeit gedacht, oh Mann, ein IC10. Ja, aber es hat funktioniert, das musst du sagen. Am Schluss hat's geklappt. Es war eine absolute Leistung, dass ihr das zum Fliegen gebracht habt, finde ich. Also, ja. Das ist schon nicht ohne. Und vor allem, das lief echt gut, ne? Also, du konntest das wirklich, wir haben das dann, ich hab da nur den Multiplier irgendwann mal ändern müssen, weil es ein bisschen viel immer reingedrückt hat. Da sind wir ja immer gleich auf 8 Megapascal hochgeschossen. Und dann habe ich das geändert, dann waren es dann nur noch 4 oder so. Und das ging richtig erstaunlich gut. Also, da war die Einspritzung das damals das Problem, weil ich nicht verstanden habe, dass sich das Rohr... das Fuelrohr konnte ich nicht richtig steuern. Okay. Da hatte ich den Fehler im System noch. Ich habe quasi immer gegen den Ofendruck noch mehr Fuel reingedrückt. Ah, okay, ja. Das war der Fehler am Ende. Und aber das war noch der letzte Umbau gewesen. Am Ende wäre es dann gar kein Problem mehr. War das ein Lob von Zappes? Ja, ne, das hat funktioniert, ey. Wir haben den ganzen Fußboden voller IO-Chips gehabt, ja. Und es hat funktioniert.
Und da ich weiß, wie abartig widerlich schwierig es ist, über solche Netze von IO-Chips noch den Überblick zu behalten, ja, war ich da durchaus beeindruckt. So ist es nicht. Aber hast du dann die späteren Mars-Folgen noch gesehen, wo wir an dem extrem großen Cooling Furnace gearbeitet haben mit den zwei Kühlleitungen, ähnlich wie wir es jetzt haben? Also ich erinnere mich noch an den Vakuumraum. Ja, diesen riesengroßen. Die drin waren. Ja, ja. Ja, das war ja, da habe ich ja den Raum davor, das war ja ungefähr nochmal das Vierfache von den IO-Chips, da war ja wirklich der komplette Boden voll. Ja, das war alles sehr speziell. Und das hat funktioniert, also wir haben quasi, das muss man sich so vorstellen, wir hatten damals so einen Kühlkreislauf aus den Öfen gehabt, der ist quasi in den Vorrohr reingekommen, ist da runtergekühlt worden, einfach um die Menge, also es, ach, schau mal, wie er es anzeigt, das ist wunderschön, einfach um die Kühlung so zu halten, dass immer wenn eine Ladung Erze kommt und geschmolzen wird, dass der dann quasi erstes in ein Vorrohr packt, das erstmal leicht ankühlt und dann in ein weiteres Rohr umpumpt und das dann da fertig kühlt. Und das hast du dann alles mit Displays ausgegeben gekriegt und so weiter und das war richtig cool. Ja. Weil das Ähnliche machen wir das jetzt auch. Wir kühlen das jetzt in dem einen Raum vor und pumpen es dann in ein anderes Rohrnetzwerk weiter. Und genau dasselbe Prinzip wie in unserem Filtrationsraum haben wir dann da eben auch. Bloß halt mit einem Kühlrohr gemacht und das hat dann immer quasi sich umgepumpt, ne, wenn es dann weiter war und dann ist so quasi diese ganzen Abgase sind dann so durch dieses Netzwerk durchgeleitet worden und stufenweise runtergekühlt worden. Das hat es natürlich leichter gemacht, das war ja kurz vor, also wir waren ungefähr auf dem Stand, wo wir jetzt sind, waren wir damals zum Ende der Marsbase. Ja. Also wir waren kurz vor Rakete. Wir hätten das auch mit Sicherheit starten können, weil wir hatten ja extrem viel Fuel dann am Ende. Ja, da hätte da keine Probleme gehabt auf dem Mars. Aber auf der Venus, meine jetzt gut, mit die Zapsche Rakete hier, die fliegt demnächst hoch, ne? Hoffe ich. Ja, so lange dauert das nicht mehr. Ich muss mal zu dir hinterkommen. Das läuft jetzt hier eh von alleine, weil der muss ja noch einen Haufen Zeug durchnudeln. Ich komme mal zu dir hinter. Schauen wir mal an, wie weit wir hinten sind gerade. Ich bin momentan gar nicht hinten, aber das ist vielleicht auch viel schöner, wenn man da unvorbereitet einfach mal so reingeht. Ich bin immer unvorbereitet am Reingehen. Ja, gut so. Sag mal, irgendwie sind die Schleusen kommen mir heute irgendwie länger vor. Ich glaube, das täuscht. Ich glaube auch, aber es kommt mir einfach so vor. Ach, es ist ja gerade Sturm, Mensch. Huch. Zum Glück ist das jetzt alles ein Raum. Oh ja, auch deswegen, weil dann nicht mehr unsere ganzen Sachen, die da rumliegen, dauernd kaputt gehen. Ja, das ist richtig, das war nervig. Wobei, ich weiß immer noch nicht, warum es beim letzten Mal die Schleuse hier zerlegt hat. Das ist mir immer noch ein Rätsel. So viel Überdruck hatten wir da gar nicht. Das hätte die locker abhalten, die locker machen können. Wird die eigentlich abgesaugt noch? Ja, ne? Ja. Warte kurz, ich geh mal hier hinter. Ja, hier geht der Druck raus. Wir haben auch mittlerweile nur noch 191 Kilopascal hier drin. Ja, geil. Geht viel schneller als, was ist das denn? Ein Insulated Liquid Tank Big. Oh, krass. Ja, Wasserpuffertank. Mhm. Cool, auch mit, ich mag das, mit Hebeln ist immer alles geiler. Wenn du einen Hebel hast, ist immer besser. Ja, ich habe da so meine Erfahrungen gemacht, warum es ganz gut ist, auch mal das eine oder andere Absperrventil vorzusehen. Mhm. So, hier wird auch rausgepuffert. Genau, da nimmst du das Zeug raus. Und dafür gibt es aber keinen Überlauf, ne? Nee. Da könnte man noch einen machen, aber hier gehe ich momentan davon aus, dass das Waste-Rohr irgendwo anders einen Überlauf hat, wo Überdruck rausgeblasen wird. Das habe ich jetzt nicht unbedingt als eine typische Funktion hier hinten gesehen. Nein, ich meinte jetzt eher, du gibst zum Beispiel bei den Volatiles und beim Sauerstoff das gar nicht ins Waste-Rohr ab. Nein. Das geht quasi dran vorbei.
Die beiden Filter werden sich schon genug Wohlers und Sauerstoff ziehen aus dem, was da kommt. Mhm. Ja. Deswegen habe ich da jetzt keine Spinnereien mit einem zusätzlichen Ventil und so einem Gedöns gemacht, sondern eine einfache Lösung. Aber es ist ein EC10-Chip dran, der dafür sorgt, dass die Atmospherics ausgehen, wenn der dahinterliegende Tank genug Druck hat. Okay, also und im dann? Im Zweifelsfall, wenn beide Tanks voll sind, dann geht der Waste-Kram einfach direkt ins Waste. Ah, ich habe von der falschen Seite geguckt. Das kommt ja von hier, geht hier rein, wird hier sich aus der Leitung bedienen. Ja, genau. Und dann ab... Ah, okay. Nein, dann ist überhaupt kein Ding. Ich hab's falsch rum gerade gesehen. Das war ein gedanklicher Fehler gerade. Nee, dann passt das ja wunderbar. Ich hatte jetzt gedacht, du fischst alles ab und leitest das um. Weil die... Nee, man muss das... Das wäre jetzt zu krass gewesen. Die Frage ist natürlich, kommt die Menge oder kommt so viel Menge am Ende bei rum, dass sowohl das Waste-Rohr selber... als auch die Filteranlagen sich gleichzeitig das rausziehen können. Ja. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich habe ja keine Ahnung. Ich bin noch so hyped. Ein ähnliches Setup habe ich auch schon mal für was anderes gemacht. Das sollte bei den unglaublichen Mengen, die aus so einer blöden Rakete rauskommen, überhaupt kein Problem sein. Das Ding ist, wir haben ein Gesamtüberdruckventil im Vortank, also im Vorfiltrationsraum. Das ist aber nur ein kleines Ventil. Also große Mengen werden da nicht rausgepustet aus diesem Rohr. Also es geht alles nur über kleine Ventile, weil wir die halt damals hatten. Also ich werde definitiv auch den EC10, den ich da habe, ich glaube, ich habe es noch gar nicht alles fertig gemacht. Ja. Ich habe es auch noch nicht programmiert. Ja. Aber ich wollte auf jeden Fall den ECC reinbauen, der zum Beispiel, wenn auf dem Waste-Rohr keine Ahnung, 40 Megapascal Druck drauf sind, dass der die Ice Crusher abschaltet. Ja, genau. Sowas ist gut. Weil das Ding ist halt, ich würde es sogar noch weiter runter begrenzen. Einfach am Anfang sowieso aus Sicherheitsgründen, dass wir das langsam hochfahren. Weil man muss es immer so sehen, das kommt ja quasi von dem Waste-Rohr, wird das in die Filtration gedrückt. Die Filtration nimmt sich das raus, spaltet das quasi auf und leitet es in den Tank rein. Und die Tanks funktionieren aber alle mit diesen kleinen Ventildingern. Ja, also mit reicht, mit den, was ist das, Pressure-Ventilen? Das reicht easy, glaub mir. Okay, also weil das Problem ist ja, ich habe halt die Befürchtung, dass dann halt irgendwie sowas kommt wie, keine Ahnung, auf einen Schlag 20 Megapascal Dings da, ja, und dann... Nee, weil die Crusher schon gar nicht so schnell sind. Okay, das hat einen Grund, dass ich da 4 Stück aufgestellt habe. Ja, ich würde tatsächlich, ich würde sagen, oder erstmal am Anfang das Vorrohr langsamer einzustellen, in der Hoffnung, dass es nicht zu schnell zu viel wird, dass das hinten dran auch noch nachkommen kann. Was wir nach wie vor nicht haben, ist im Langzeittank haben wir keinen Waste. Du meinst keinen Überdruck? Kein Überdruck, ja. Das ist schlecht, solltest du haben. Ja, aber damals, ich glaube, wir haben das einfach aus, ich weiß gar nicht aus welchem Grund. Ich wollte das, glaube ich, irgendwann mal bauen, ne? Ich würde das an jeden Tank von den Dingern dran setzen. Ich glaube, die Big Tanks sind ja... mengenmäßig können die, ich weiß gar nicht, wie viel die abhalten, so viel wie ein Rohr, ne? Die Tanks können mindestens so viel wie die Rohre und die isolierten Rohre können 60 Megapascal. Na gut, dann würde ich das so einstellen, dass da was weiß ich noch 10 Megapascal dazwischen sind, bevor das ausgeht. Ich sagte, 50 Megapascal ist meine Standard-Cut-Off-Grenze. Ja. Insofern, das ist schon halbwegs durchdacht. Genau, Markus, die Vortanks, ich zeig dir gleich, was ich meine. Die Vortanks haben dieses Ventil. Ne? Also ich gehe mal gerade rein. Schauen wir uns mal gemeinsam kurz an. Kurze Bestandsaufnahme. Ich muss auch immer ein bisschen mit dem Auge auf dem Ofen bleiben. So, also wenn wir jetzt hier reinkommen, gehen wir hier durch, ne? Alles safe und so. Und diese ganzen Dinger hier haben, warte mal, wo sind die da? Hier geht ein, genau, hier ist es eingestellt. Der macht bei 20 Megapascal auf dem Vorrohr, macht er schon auf. Weil ich glaube, mehr die Backpressure Regulator gar nicht können. Mehr geht da gar nicht. Also in dem Bereich hier sind wir nur bei 20 Megapascal. Was hier in dem Kühlraum. Das ist aber auch tatsächlich gar nicht so doof, dass das so ist. Weil, und das ist das große Weil,
Dieser Raum hat minus 9 Grad und kühlt damit alle Gase erstmal runter. Sind da 20 Megapascal mit hoher Temperatur drin, das haben wir jetzt mit der Rakete natürlich nicht, aber das hatten wir bisher, sind da 20 Megapascal mit hoher Temperatur drin, dann kühlt das ja entsprechend lange runter erst noch. Ja, wird dann natürlich, nimmt dann auch wieder der Druck ab und so, also dann, das bedingt sich dann, das befeuert sich gegenseitig, aber wir wollten gar nicht erst mehr haben, weil, ne? Und alles, was dann rauskommt, also alle Leitungen gehen am Ende auf eine und werden über diese Volume Pump, okay, wir haben eine Volume Pump am Ende dran, werden alle quasi, oder wird alles dann rausgedonnert. Hier aus der Base. Das heißt, am Ende, wenn irgendwas in diesem Rohrsystem drin ist, wird das mit einer Volume Pump auf Maximum 100 Liter, wird das nach draußen geschmissen. Zabes hat da eine Sicherung eingebaut. Stimmt, bei dem, irgendwo hier war noch, stimmt, da hat Zabes was gemacht gehabt. Bei dem Hochpumpen, das, da, stimmt, da hat Zabes eine Sicherung eingebaut. Das bedeutet, ja, dann haben wir es ja. Die geht aber, glaube ich, nur auf Temperatur. Haben wir da nicht eine, stimmt, das wollten wir noch machen in dem ICC, ne? Oder hast du das nicht gemacht? Ich bin mir schlicht und einfach nicht mehr sicher. Müssen wir mal gucken. Ich meine, das habe ich damals noch gefragt gehabt, ob du, also am Anfang war ja nur die Temperaturen, habe ich gesagt, naja, können wir das abschalten bei den bestimmten Raufpumpen, wenn da voll ist. Das müsste ja im ICC recht einfach rauszufinden sein, ob das drinnen steht. Ja. Ich schaue jetzt mal gerade alle Rohre, die oben am Hauptsystem hängen, an, aber wir haben so viel Mengen einfach nicht gespeichert bisher. Also der Chat sagt, Zabes hat eine Sicherung eingebaut. Okay. Also bisher ist das Höchste, was ich hier sehe, sind 5 Megapascal. Was nach oben geht. Also es würde mich nicht wundern, wenn etwas Ähnliches passieren würde wie bei mir damals. Nämlich wenn die erste Rakete landet und ihren Kram abliefert, passiert irgendwas ganz Schreckliches. Ja. Deswegen sage ich ja, wir müssten das so einrichten. Ich gehe einfach davon aus, es ist auch egal, was wir jetzt alles an Vorbereitungen treffen. Ich glaube, es wird auf jeden Fall irgendetwas Schreckliches passieren. Ja gut, wir brauchen halt in dem ganzen System brauchen wir einen Notausschalter. Dass wenn wir merken, also ich meine, am Ende ist es so, ich werde wahrscheinlich hier im Tankraum stehen, ja, und zapp es hinten an der Raketensteuerung. Und dann werden wir hoffentlich sehen, was kommt, wie viel kommt und ob unsere gesamten Systeme damit zurechtkommen. Und dann müssen wir das darauf einstellen, das im gegebenenfalls langsamer zu verwalten oder langsamer durchlaufen zu lassen. Gegebenenfalls auch nur, was weiß ich, 2 Ice Crusher erstmal zum Laufen zu bringen, um den Druck zu bewältigen. Ich meine, was gut ist, ist das Wasser. Das Einzige, was schlecht ist, ich habe keine Ahnung, ob das Wasser für die Pflanzen schlecht ist, wenn es so kalt ist. Ja, das könnte tatsächlich sogar sein. Unangenehmerweise. Weil dann müssten wir das erstmal in einer Art Vorkreislauf aufwärmen. Ja, und gut, das Wasser, was jetzt, oder das Leitungssystem mit dem Wasser ist ja noch nicht am Netzwerk angeschlossen. Das könnte man ja dann so machen, dass man damit zum Beispiel dann, ja, wie macht man das? Dass wir das zum Beispiel bis zu einem gewissen Grad in einer Art Kühlleitung hängen. Also wir könnten einen Gas-Wärmetauscher machen und in den Gaskreislauf einfach mit einem Active-Vent-Basisluft reinpusten, sodass das Wasser auf Zimmertemperatur kommt. Ich habe mir gerade was anderes überlegt. Also ich hatte tatsächlich auch sowas Ähnliches gerade in der Überlegung, und zwar auch mit einem Wärmetauscher, dass man quasi das Hauptrohr mit dem Wasser nimmt, also quasi irgendwo eine Trennung dazwischen macht, dort den Wärmetauscher nimmt und sagt, okay, lass uns zum Beispiel das aufs Kühlrohr schmeißen. Das Kühlrohr hat ja immer irgendwas um die 21 Grad. Und die Klimaanlagen halten das ja auch auf 21 oder 20 Grad eigentlich. Das wird ja nur durch die Wärmetauscher, beziehungsweise die Aufnahme, bis es zum Wärmetauscher gelangt, immer ein bisschen wärmer. Jetzt zum Beispiel ist es auf, wir haben in der Base 19 Grad und das Kühlrohr läuft auf 18,98 Grad. Sogar ein bisschen, ist gerade in der Base ein bisschen arg.
Ja, dann habe ich doch eine Idee, was ich damit anstelle. Hm? Wobei die Klimaanlagen müssten es eigentlich viel konsequenter auf 20 Grad halten. Aber ich glaube, am Ende ist ja nur, wir haben ja so ein bisschen ein überlaufendes System gemacht. Am Ende hängt nur eine Klimaanlage am System, die gesamte Base kühlt oder wärmt. Das sind nicht drei oder vier, die am Anfang kommen, sonst würden die danach nicht mehr zurechtkommen. Und ja, wir haben das getestet. ja, aber die Idee von Zappes fand ich auch gut. Ich habe auch überlegt, ob wir das Ding einfach in, das Wasserrohr nicht einfach in den Tower hängen mit einem Abzweig und dann da das bis zum Ziel runterkühlen. Das wäre eine Möglichkeit. Weil, ich meine, im Tower werden wir das. Ich meine, das am Ende ist das alles die gleiche Idee. Am Ende geht das alles auf das gleiche Rohr oder beziehungsweise wird das alles irgendwo so ein ähnliches Rohr unterstützen, nämlich das Kühlrohr. Ein unisoliertes Rohr durch die Base, ja, aber dann können wir dann hier Schnee schippen, ne?